Hallihallo, liebe Freunde! Das würde für Sinn machen, da das ist ja Paper Mario ist und das ist ja alles gezeichnete Bilder sind. Was denn? Na, was du gerade meintest in der Pause. Okay. Ich weiß gerade nicht, an was das eine Anspielung war. Naja, auf jeden Fall, wenn es mir in diesem Part wirklich wieder so gehen, nicht mehr gehen würde, dass ich mit meiner Stimme über rumkribble und über anfangen rumzuhusten, dann gehe ich mir einfach mal die Nase putzen. Es soll auch nicht weiter schlimm sein. So, direkt einen Speicherpunkt gefunden. Wow. So. Direkt weiter hier. Und was zur Hölle? Ja, was kann man sagen? Wir sind in einem Baum als Bowser, der ziemlich coole Bosskämpfe schon... Bosskämpfe. Oh nein, das ist Pummeluff. Stirb, Pummeluff. Bowser hatte schon sehr coole Bosskämpfe in Spielen. Ich muss einen anderen Charakter als Bowser hier nehmen. Warum spielst du auch die ganze Zeit nur Bowser? Mann, weil der kann Feuer. Ja, das ist wie Brand. Brand? Wollt ihr gerade meinen, Brand kann kein Feuer? Ihr wollt gerade meinen, dass Brand nicht wie Bowser ist. Der hat auch voll einen coolen Skin, oder Brand? Natürlich. Weißt du, welchen ich meine auch? Den Zombie? Oder den diesen mit der Gasmaske? Mit der Gasmaske. Ah. Weil jeder, der mich kennt, weiß, ich habe da so ein Fable für. Ja, der steht voll auf den weiblichen Pyro. Der finde ich ja aus Team Fortress, steht der voll drauf, also. Es gibt weibliche Charaktere dort? Nein, aber du weißt, du wolltest doch unbedingt einen weiblichen Pyro-Design haben. Ja, weil es mega cool aussehen würde. Nee, du meinst, du hast ein Bild gesehen mit einem weiblichen Pyro, was du übercool fandest. Ja, mit Divin Art. Das sah mega cool aus. Ja, es gibt auf Divin Art auch gute Bilder, ich schwöre es. Ja. Das ist genauso wie fanfic.com. Da kommen sowas wie, wie war das nochmal? Seth Rollins und... Wie war denn diese Fanfiction? Dean Ambrose und Steve Rollins. Steve Rollins. Vielleicht musst du da runter mit der Leiter. Nein, oben kann ich doch hin. Springen aber doch zu tief. Ah. Ein Peach. Hat er sich, Pummeluff. Die OP Gegner schlechthin. Nochmal zu dem Thema, dass Bowser coole Bosskämpfe hatte. Hat er nicht. Doch. Ist dick gelogen. Wie? Hast du Mario Galaxy geschaut? Das sind die Bosskämpfe, finde ich richtig kacke. Wieso? Fand die mega langweilig. Fand die cool. Musst du hochspringen. Ja, ich komme da nicht hin. Ich weiß, vielleicht musst du da runter, wo die Leiter sich geöffnet hat für dich. Vielleicht musst du da einfach runter. Okay. Und jetzt kannst du da hochklettern. Macht Sinn. Muss ich erstmal in meinem Kopf realisieren, was das für einen Sinn machen soll. Hast du es realisiert und aktualisiert? Du hast gespeichert? Favorisieren, abonnieren. Kennst du das Lied? Also das Lied geht natürlich anders, aber... Ist es nicht das von... Sido, ja. Ja, für mich sind Sido und Bushido alles irgendwie dasselbe, weil... Der eine tut oft auf sein, der andere ist einer. Nicht, dass ich jetzt... Nein, ich sag mal, wie es ist. Der letzte Fakt, was ich an den Chat finde, ist ihre Nationalität. Also das ist wohl das Letzte, worüber ich mich aufregen würde, dass jemand andere Nationalität als Deutsch hat, da mir das herzlich gesagt Banane ist. Weil du auch so eine Meinung manchmal über hast. Ja, Finn ist nicht der Dickste mit Deutschland, aber das soll ja jedem das eigene sein. Was heißt Deutschland? Mit den ganzen jugendlichen Deutschen? Damit habe ich mein Problem, weil das alle für die Lutscher sind. Weil... Boah, du dumme Nutze! Ohne Scheiß. Ich hatte dieses Level. Pilzmix. Wir haben so viel eingekauft und es ist so schnell weg. Mann, das Level ist mega assi. Das stinkt richtig nach Maggi. Vom Pilzmix geklaut. Ach, du bist asozial. Naja, ich will wenigstens erwähnen, wenn ich mir die Sprüche von jemandem benutze. Mach ich doch nicht. Ich rede von jemand anderen. Ich möchte jetzt gerne die anderen YouTuber schlecht reden, deswegen sage ich nicht, wen ich meine. Okay, mach mal, geh mal hier in 3D-Modus. War ich doch eben gerade, oder? Nee, warst du nicht. Du warst da in der unteren Ebene. Ah, ja. Rain. Wer hat die Skills? Ich hab die Skills. Noob. Halt dein Maul. Noob. Halt dein Maul. Ja, Noob. Nein, ich... Pass auf, das sind Speere. Ich glaube, du musst in dem Moment hochspringen oder geh einfach in 3D-Modus. Nee, wenn den so leicht auszutricksen wäre.
Bowser vielleicht? Vielleicht mit Peach? Oder mit Plato? So, zu dem Thema. Ich glaube, sobald, guck mal, sobald die Speere rauskommen, bleibst du einfach mit Peach schweben. Das geht nicht mehr hier. Na, guck mal, ich erkläre mal was. Guck mal. Wenn ich Sprung mache, auf so einer Ebene kann also ich. Mal zweimal springen zu drücken. Kann sich auf dieser Ebene einsetzen. Doch, wenn du nur so flach springst. Ja, das reicht nicht. Was mache ich jetzt? Haben wir irgendeinen anderen Pixel, der uns noch helfen kann? Bowser vielleicht, der hat doch irgendwie Schildkrötenfüße. Ah, Bowser. Darf ich es mal ausprobieren? Ja. Okay, ich glaube, wir kriegen Damage dadurch. Vergiss das nicht. Was machst du? Ich muss kurz die Steuerung, ne? Wie komme ich denn diese schnell abzugeben? 1 und 2 gleichzeitig. Gleichzeitig. Ja, leichter gesagt, jetzt getan. Ja, ich will gerade was anderes ausprobieren. Ja, schade, funktioniert nicht. Meine ich ja, das bringt dir gar nichts. Peachs Geräusch ist voll komisch, wenn sie das macht. Ja, jetzt gar nicht an den Vibe. Der wird warm schon. Das geht! Ich muss nur stehen bleiben. Stimmt, man ist von verwundbar, wenn man in der Form ist. Du Depp, du bist gelaufen. Ja, ja. Mein Fehler. Haben das Spiel gerade zum ersten Mal in diesem kompletten. Stimmt, du kannst auch in der 2D-Welt dort rumlaufen. Ja, oh, ey, ohne Scheiß. Komm ich mit so einer Kacke. Verstehst du, weil du passiv in der 3D-Welt bist so. Sieht mega lustig aus, wie du läufst. Ui. Kann sich hier eigentlich treffen lassen? Will ich nicht, weil ich Schaden davon kriege. Alles klar. Also müssen wir mal jetzt ein bisschen Pilzmixe sparen. Ich hab grad so gepennt. Mann, red mich nicht an, wenn du nicht aus meinem Dorf bist. Ich bin aus deinem Dorf. Wir sind immerhin aus demselben Dorf. Wir nennen das Konoha Gakumuro. Das ist richtig. So, das ist die Frage. Ich bin angehalten. So, das ist jetzt die Frage. So, die Frage, welches Dorf würdest du am liebsten drin wohnen von Naruto? Konoha, da sind die ganzen hottesten Leute. Was meinst du den hottesten? Sai. Hallo? Hast du mal Sais Kind gesehen? Ino, Sakura. Okay, Ino. Erinnerst du dich noch an diesen einen Mod? Dort rechts runterspringen. Ah, okay, das war nicht. Danke! Du bist noch eine Ebene runtergefallen. Ich dachte, du bist eine Ebene höher. Und dachte, dort sind die Leitern. Oh, Mann, ich hasse mein Leben. Ach ja. Mann, weil da oben diese verkackte Kack-Pissfotzenblume ist. Der schlechteste Gegner aller Zeiten. Warum gibt's Gegner, die einschläfern können? Hast du noch nie Pummelauf gesehen? Mann, ich hasse Pokémon. Tust du das? Ja. Ich auch. Weil alle sind immer so, Call of Duty, jedes Jahr dasselbe. Ja, aber dann fahren wir mit Pokémon mega hart, ne? Also. Nein, ist schon richtig, musst du. Oder? Nee, musst du nicht richtig. Wenn wir mal ehrlich sind, Pokémon ist jetzt auch nicht so, dass hier ist mal ein komplett anderes Spiel. Also ich meine, wir verkaufen dreimal irgendwie dasselbe Spiel, bloß haben, geben es einen anderen Namen. Ja, mit anderen Pokémon, die man bekommen kann. Das ist voll der Bullshit. Das habe ich schon immer gehasst, dass immer kommt. Du willst Knofenser? Dann hast du die falsche Edition gekauft, Buddy. Knofenser? Wer will denn Knofenser? Ich will immer Knofenser. Okay. Ich mag Knofenser. Ja, ich nicht. Das heißt, ich hasse Pokémon, ich mag eigentlich Pokémon, aber... Ich bin wütend, okay? Geh dafür raus, geh dafür raus! Du musst das nochmal hier durch... Oh, Penis. Ja. Jetzt wird es langsam wieder wirklich so ein Spiel, das ich spiele, weil ich nur am Rumfluchen bin. Yep, yep, yep. Kinderspiel. Ja, so viel zum Thema Spiel gegen Ende.
Ja. Alle kommen an so, ja, Killerspiele machen nicht aggressiv. Das, mir reicht Mario, Mario Kart. Mario Kart? Dir reicht auch schon Smash, Alter. Ja, weil alle Leute spielen Smash wie die größten Bastarde. Okay. Und das ist nicht als Beleidigung gemeint, aber alle spielen immer so, ja, ich spiele den Charakter, weil mir Spaß macht. Und dann spielen sie auch immer einen Charakter nur, weil ein YouTuber ihnen empfohlen hat. Ja, empfohlen würde jetzt ein bisschen weit gehen. Kann Bowser ihn vielleicht ansprühen? Ja, natürlich. Du Lutscher! Ja, Lutscher. 3D musst du das, glaube ich, kennen. Meinst du? Ja, wahrscheinlich. Dieses Menü anwählen, dieses schnell ist übernervig. Hier noch nach rechts. Hä, wie kommst du da ran? Ich habe eine Idee. Wenn es klappt, dann freue ich mich drüber. Natürlich nicht. Wie haben wir das denn beim letzten? Du kannst Leute werfen. Du kannst werfen finden. Ja, die fucking Blume ist aber nicht mehr da. Gehen wir kurz die World resetten, gehen die Röhre rein. Wo ist die verkackte Röhre? Bin mir zu viel tief gefallen, ha? Trotzdem spielen. Jetzt muss ich schon wieder aktivieren. Oh! Wir sind absolut eines der nervigsten Spiele gerade, die ich kenne. Dieses Level ist wirklich. Das, sowas nenne ich einfach ein Spiel. Das hat jemand gemacht, der einfach dick 8 Jahre lang keine Freunde hatte. 8 Jahre? Ah, du bist ein bisschen leise übrigens. Ja, weil ich wütend bin. Ja und? Das ist kein Grund. Für mich ist. Guck mal, die Sache ist, Mikrofon steht irgendwie am anderen Arsch der Welt hier. Tut's nicht. Doch, es steht direkt vor deiner Fresse. Der Typ, der hier. Ja, Moment mal. So ein Unterschied? Das ist gerade geschoben, so das ist gerade geschoben, du Depp. Da war was so ein Unterschied und so ein Unterschied. Ja. Erzähl mal, dass das eben nicht näher an dir dran stand. Natürlich, deswegen habe ich es ja rübergeschoben, weil du nicht näher ans Mikro gehen möchtest. Ja, weil ich wütend bin und dann fange ich an rumzuspucken und dann wird alles eklig. Weiß ich. Ja, wow. Heilige Vagina, ey. Eigentlich müssen wir bei unseren Parts, wenn ich die irgendwas spiele, alles FSK 18 machen, weil. Es wird immer so enden, dass ich rumfluchen werde. Ja, bei jedem Spiel. Eine Stelle, die du nicht hast. Ich freue mich schon auf Punch-Out. Deswegen mache ich den ersten Gegner, damit ich es leicht habe. Glass Joe ist ja auch Lutscher schlicht. Obwohl, von Kaiser ist auch nur übelster Lutscher. Ich mag ihn. Warum? Ich nicht, ist ein Deutscher. Voll Deutschland. Er ist aber rothaarig. Mann, ich hasse keinen Charakter davon, außer komisch Türken. Bad Bull. Der ist Bald Bull, weil der Glatzkopf ist. Boah. Das bohrt nicht wieder. Irgendwie müssen wir das anders machen. Ich werfe eine Bombe runter, fickt euch. Meinst du, das funktioniert? Niemals. So weit denken die Spieler nicht. Warte, vielleicht doch. Ich glaube, du müsstest es nicht so legen. Ja. Was? Also sind wir jetzt einmal komplett umsonst runtergesprungen. Nein. Was jetzt? Bombe hinlegen und rüberrennen. Ah. Weil du brauchst die Dings. Perfekt geplantet. Also man merkt, ich spiele sehr viel Trouble in Terrorist Town. So wie ich die Bomben plante. Das ist, kann ja, man dann. Ja. Du sollst Terrorist werden, Junge. Ja. Al-Qaida. Vielleicht wirst du ja dort auch abgelehnt, weil du zu jung bist. Halt dein Maul. Wow, ohne Witz, der war richtig hart unnötig. Schäm dich. Das war eine Arschoch-Aktion. Tut mir leid. Nee, ich bin so fertig mit diesem Spiel. Ich bin. Nee. Mach du weiter. Ich bin fertig mit dem Spiel. Komm mal wieder. Nein. Okay. Willkommen zu Let's Play Alone. Der sitzt da jetzt. Komm, hör auf. Jetzt hör auf mit dem Spaß. Mann, das ist kein Spaß. Warte, er hat das Seil rausgenommen und er hat auf dem Stuhl. Oh nein. Hab ich wieder beruhigt. Er hat sich wieder beruhigt. Er will sich nicht umhängen. Also. Mach du es noch mit meinem.
muss mich jetzt komplett an dieses Spiel gewöhnen, weil ich habe irgendwie 0 Minuten hier drin investiert. Ach ja. Part kann man eigentlich komplett in 2 Minuten runterschneiden. Aber, was kann man dazu sagen, außer du bist der größte Pro, wie? Ich kann nichts dafür, dass der Typ auf einmal darauf kommt. Oh Junge, zum Glück ist das drauf. Hey! Ja, du bist zum Glück der größte Profi! Junge, ich hab dieses Spiel kein bisschen gespielt, okay? Das ist ein fucking Jump'n'Run! Guck mal, ich schäme mich, okay? Das ist ein Jump'n'Run! Ich schäme mich, siehst du mich? Hast du einen Jump'n'Run gespielt, hast du alle gespielt? Das ist Bullshit! Das ist wahr! Was mit Mega Man? Mega Man ist kein Jump'n'Run, das hat, du kannst Leute erschießen, okay? Das ist kein Jump'n'Run, du kannst machen. Das ist ein Ego-Shooter. Du hast eine herankommen. Seite. Mega Man auch so ein Spiel, wo ich Mega Man eine Aggression kriegen würde. Warum? Hast du mal Mega Man gespielt? Natürlich, aber jetzt kommt mal die Frage, warum? Es gibt eklige Gegner in dem Spiel. Drüber Pixeloid hier. Pixeloid? Was machst du? Hab ein Leben wiederhergestellt. Du hast diesen Anti-Gift-Pilz gefressen. Passiert. Platto. Sief, Digga. Ups. Wollen wir den Part einfach hier jetzt schon beenden? Nee. Dafür ist es gerade viel zu lustig. Es ist nicht lustig. Es ist super lustig. Mach erstmal eine kleine Pause nach dem Part, okay, bitte. Ja, okay, meinetwegen. Guck mal, bei mir beim Spielen zuzugucken, ist noch schlimmer, ne? Nein! Es regt mich auch dieses Spiel, weil diese Hit Detection! Ja. Das war gerade meine Schuld. Das war mega meine Schuld. Weil ich spreche hier gerade mit dir, mit Sieberhard. Dieser Flawless schon die ganze Zeit. Flawless? Ja, fehlerlos? Alles ist die ganze Zeit schon flawless, ja. Hä, bist du niemand behindert? Hat Fehler gemacht. Ja! Da kann man auch dieses Spiel an diesen hässlichen Block da. Kannst du schon ein bisschen weiter rennen. Soll ich die dann übernehmen? Nein. Ich meine ja nicht, dass hier der Libifani stirbt. Mann, wir haben zu wenig Pilzmix. Nix. Naja. Sowohl dazu. Also, der Junge, dem geht's wirklich gerade mega kacke. Ja, ich mach's lieber sicher, als wenn ihr jetzt öfter denselben Fehler seht. Ja, der Junge, der ist jetzt wirklich kaputt. Also, ich würde sagen. Muss Bombio hier reinlegen. Blumio. Bombio. Blumio. Ist übernervig, dieses Menü anzuwählen. Er weiß jetzt, was deine Probleme dauernd sind. Du brauchst doch nicht rüberrennen. Kannst stehen bleiben, was machst. Nein, ich weiß. Das ist gut, dass du die Sachen merkst, wenn zu gucken. Ja. Man wär und rennen. Also ich hätte mir zugetraut, dass ich nicht geschafft hätte. Das war doch mega assi, diese Stelle eben. Natürlich. Gerade. Ich habe so gedacht, ja, der wird jetzt die Wand runterkriechen wie dein komischer anderer Schüler-Kollege da. Ja, ich weiß. Ich werde schon wieder offensive, wie scheiße. Ist mir ja. Wechsel zu Bowser, sonst spei die tot. Bist du dir sicher, dass du das verkraftest? Ich möchte. Weil die Gegner bewegen sich, aber wenn du wechselst, bewegt sich die Plattform nicht. Ja, das ist John Cena, der hält auch mehr als 6 Schaden aus. Mehr als 6 Finisher, meinst du? Ja. Oh, guck mal, wie niedlich. Pass auf. Oh, ich brauch doch die Arschbombe. Ah, muss ich sie befreien, ne? Kann sie auch töten. Bombe legen. 1 und 2, und wieder nach unten gleich weiter. Oh Mann, ich mach's mit der Arschbombe. Ich glaube, so geht es in diesem Spiel nicht. Ich glaube schon. Ich würde mich nicht drauf verlassen, weil wir haben zumindest Pilzmix so. Okay, man kann ihn anscheinend auch totstampfen einfach. Ja, du kriegst wieder den leichten Gegner hier, ne? Was bekomme ich denn? Schönes. Alles klar, wir beenden den Part. Moment, ich wünsche einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer und tschüss.